Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Legaia 2. Gehen wir nun hinein in Mount Gabeel. Mal wieder. Um den roten Sand von Miseel aus Kazans Hütte zu besorgen. Ja, jetzt habe ich alles zusammen, was wir theoretisch im letzten Video eigentlich gelernt haben. Mehr brauchen wir eigentlich gar nicht zu wissen. Ja, mehr neue Gegner. Immer mehr. Wobei, jetzt hört es zumindest auf, dann wichtig zu sein, weil nach diesen Gegnern hier werden alle anderen Gegner, denen wir begegnen, mehr oder minder gleich aussehen. Dementsprechend ist es eigentlich egal. Ja, machen wir mal eine neue Superart für Maya. Und für ihn das Übliche. Hauptsache die Gegner sterben. Ich finde das genial. Ich habe keine Ahnung, was er genau sagt, aber ich finde die Klang gut. Das reicht eigentlich. Da sollte ich die Art ändern, sonst wird er keinen umbringen können. Das ist doof. Das ist sehr doof. Ice Storm. Die Sache ist, sie ist nicht schlecht, aber dadurch, dass sie keine Arts aneinander rein kann, kommt eben sowas bei raus. Dass ich prinzipiell eine Art machen kann, wenn ich hier mit zwei Attacken daneben dran hang, aber es ist einfach nicht wirklich stark und das ist nervig. Naja. Nächste Attacke. Also ist egal, Hauptsache der dritte stirbt jetzt. Wir wollen ja sowieso alle nur die Arzt von Maya sehen, mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen nur sehen, was sie kann. Mit der Magie. Danach kann ich sie theoretisch auch mal wieder zu einer Blockerin machen. Ganz so verkehrt wäre das nicht bei dem Schaden, der von unten rausgehauen wird, neuerdings. Ihr seht, Hälfte der AP schon wieder weg. Ist nicht ganz so gut. Das ist jetzt ein guter Typ. Das ist ja gar nichts gut. Come, Spirits of the Dark. Hatte das noch, aber schön. Gut, jetzt hier noch zwei. Ich glaube, fünf Arts oder so müssen sie noch anziehen. Das sollten wir noch zusammenkriegen. Gucken wir mal. Ich so. Sie müsste die Art noch ausführen können, denke ich mal. Dann kann ich jetzt nochmal. So, hier haben wir jetzt aber allerdings das Problem, dass wir gucken müssen, dass die Technik mehr damit treffen. So. Das trifft wahrscheinlich eher. Doppelfaust. Mehr als ein Doppelkick. Motokonti! Diese Kämpfe, die dauern so lange. Gut, liegt mir total daran, dass ich einfach nur dafür sorge, dass sie Techniken lernt und so weiter und so fort. Aber, ist einfach nicht schön. Gar nicht schön. Wobei ich natürlich sagen muss, dadurch, dass ich die ganzen Kämpfe mache, level ich natürlich sehr, 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 sehr gut. Dadurch, dass sie es nun mal hier vollgepackt haben mit stärkeren neuen Gegnern. Leider gibt es auf dem Berg Gabeel, abgesehen von dem, was wir jetzt eigentlich vorhaben, wirklich nicht viel Neues. Wir gehen jetzt also wirklich nur das Zeug abholen und dann gehen wir auch schon wieder. Mehr ist es gar nicht.
mache ich wieder ein Divine Bolt und dazu ein Blue Moon Buster und einen Schlag nach oben. Sie hat die neue Technik schon drin, dann heißt das AD für den zweiten Bolt Spin, hoffe ich doch mal. Ich hoffe, ganz toll. Ganz toll! Bitte schon. Was kann schon schief gehen bei Hoto Kante? Open the heavens. Ich will ungern meckern, ganz ehrlich, aber das war schlapp. Sorry, aber das war ja gar nichts. Also das vorne Ding überlebt dann auch noch. Ja. Hätte ich vielleicht einkalkulieren sollen? Ja. Ich und Sachen einkalkulieren. Ich glaube, ihr spinnt, ihr Römer. Selbst wenn ihr keine Römer seid. So, letzte Superart. Dann hat sich das für mich mit ihr so gesehen. Ha, zieh ich den Kampf von mir aus auch noch in die Länge. Ich geh dann die Kampf. Klasse. Nur damit Kazan das Ding nicht vorzeitig abnimmt. Und jetzt hat er immer noch, oder? Ich mache die ganze Zeit diese Falschkalkulation. Gravity Crush vom Aussehen her schon ganz interessant, aber davon ist es aber auch. Ja. Sagen wir mal nutzlos. So. Die letzten normalen Arts jetzt für sie. Dann sind wir bald damit fertig. Dann kann ich zumindest gucken, welches Element mit welchem Gegner harmoniert, etc. pp. How's that? Sehr schön. Ich habe jetzt, glaube ich, ungefähr fast schon 8 Minuten, doch ja, und habe 8 Minuten damit verschwendet, mich mit diesen Echsen wieder zu spielen. Aber naja. I could have done it alone. Naja, was alleine hätte machen können, nee. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr, nee. Wenn jetzt noch ein Kampf kommt, zeige ich euch mal die nächste Angriffsart, die ich gelernt habe mit, was ist das, Art, war da, nächsten Zauber, sag ich mal, mit der Origin Galea. Wenn ein Kampf kommt. War abzusehen, dass ein Kampf kommen wird. Aber, egal, ich werde es euch jetzt zeigen. Shoot. Oh Gott. Vor allen Dingen ist wieder ein neuer Gegner dabei und ich werde sofort wieder überrascht. Das ist immer gut. Mal auf mich. Blöde Missviecher. So, ich meine, ich müsste einige neu gelernt haben, nämlich Hellfire Wings. Und das ist eine doch sehr schön anzusehende Technik, von daher. Das ist okay. Verteidige du mal, ich möchte ja nur, dass Maya theoretisch mal ihre Technik raushaut.
Grind kann man eher angegriffen. Mit dieser Sorge ist praktisch gewesen, dass ich abblocke, nicht wahr? Jawohl. So, da sehen wir es jetzt. Hellfire Wings. Instant Kill. Haha. Ja, so einfach kann das gehen. Manchmal macht man sich schwer, manchmal ist es ganz einfach, ne? So ist das in meinem Leben. Gut, einmal heilen. Dämlicher Ambush. So was hat sich ja sowieso. Wenigstens schaffe ich es noch in diesem Video, das zu machen, wofür wir eigentlich auf diesen blöden Berg gekommen sind wieder. Das ist seltsam. Ich sollte genau hier sein. Jemand muss mich wirklich ausgeraubt haben, seit ich weg war. Die sind sogar abgehauen mit meinem Geschirr und meinen Klamotten. Verdammt! Das habe ich komplett vergessen. Ich habe kein Giro gesagt, dass er alles haben könnte. Das erklärt alles. Also, was machen wir jetzt? Wir können nicht durch die Wälder ohne den roten Sand von Miselle, nicht wahr? Ich denke, der einzige Weg ist. Oder das einzige, was wir tun können, ist, nach Kanjiro zu suchen. Lass uns einfach hoffen, dass er es noch nicht alles verkauft hat. Da hast du recht, Maya. Wo sollten wir hingehen? Irgendwohin mit vielen Leuten. Nun, dann lass uns gehen und ihn finden. Jetzt werden sie noch kryptisch. So in der Käse. Sorry, aber... wir haben im Spiel jetzt zwei Städte gehabt. Darakin und Noel. Oder Noel, Noel, wie auch immer. Wo wird er wohl sein? Ribu. Sorry, aber das ist bescheuert. Und noch ein paar Buggy-Master. Ach, wie toll. Then they can feel the wrath of the new art of Maya. Oh ja. Und danach werde ich wahrscheinlich einen Kampf machen. Aber... ich denke mal, so viel Zeit habe ich auch nicht mehr. Nach der neuen Art von Maya, also hier ein Cut. Dann machen wir aber nächstes Mal weiter. Denn was bringt es uns, wenn ich jetzt die ganze Zeit noch aufnehme und so den Berg verliere? Nicht viel. Next. Ich hoffe mal, dass ich die Darkin Castle jetzt entweder neue Ausrüstungen finde oder zumindest neue Sachen herstellen kann. Alright. Macht den Sinn, das macht keinen Sinn, aber egal. Rise up! Ja, das war die vorletzte Technik für Maya. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn ich unter anderem diese Kombination hier verwende. Bis dahin würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss, Leute!